Oh, Freunde, wir sind nicht in der Titanic, aber sowas ähnliches. Wir sind beim Tempel der Weisen und der steht, ja, halb unter Wasser. Hier sind natürlich auch gefährliche Gegner. Und, ja, wir werden hier ein bisschen rumreisen, denn wir werden einen neuen Turm ansteuern. Weil der fehlt uns und in dem Gebiet befindet sich noch immer ein Erinnerungsfoto, das ich haben will. So, das ist jetzt geil. Den werden wir jetzt schön überraschen. Der weiß gar nicht, wo wir sind. Wenn er sich umdreht. Jetzt werden wir von oben reinspringen. Bams! Oh, Headshot. Und down. Hat er was Geiles gedroppt? Naja, seine Exhalfos-Teile. Ja, ist auch gut. Kann man Kleider mit verstärken. Ansonsten gibt es hier nichts, oder wie? Wir haben zwar geile Preise gefunden, aber ja, ist halt nichts wirklich Besonderes. Ja, mit dem Pferd wäre das die Reise ziemlich bequem, aber leider haben wir bisher keins. Also wir hatten mal welche, aber wir haben sie noch nicht zum Stall gebracht. Da kann man sie nämlich speichern. So, in den Fässern gibt es sicher wieder Apfel und so Zeugs. Truhen gibt es aber nicht, oder? Die haben wir alle gefunden. Da leuchtet noch was. Ein verrostetes Schwert. Und Eicheln. Okay. Und da liegt ein verrostetes Schwert. Ah. Ja. Gefallene Soldaten Hyrule's. Die Armen. Aber, ja. Hyrule hat seine dunkelste Stunde in Breath of the Wild. Sehr viele Opfer musste die Königsfamilie bringen. Und bisher war alles halbwegs umsonst. Wir haben auch schon einen, der uns nahe stand, verloren. Die gute Mifa. Und ja. Ich hoffe, dass nicht noch weitere Folgen werden. So, was ist das? Das sieht doch wieder nach einem Rätsel aus. Dann gehen wir doch dahin. Da gibt es doch sicher einen Krog. So, ich ziehe mal meine Sora-Rüstung an. Dann schwimmen wir auch schneller. Und komm, Link. Ja, sehr schön. So, was fehlt denn hier? Ich sehe schon, ein Block fehlt. Wo ist denn der? Versteckt er sich irgendwo in den Bergen? Oder unter Wasser? Ach, guck mal. Tatsächlich unter Wasser. Dann komm mal raus, du. Du musst hier rein. Und zwar müsste es dieser Ort sein. Ja, so ist es zwar nicht gemeint, aber okay. Jetzt kommt da rein. So. Komm schon. Genau so. Ich komme mir vor wie bei Dragon Quest Builders hier. Alter, scheiß Block. Kommt da rein, jetzt kommen schon die Gegner, mein Gott. Gibt's doch nicht. Ja, der hilft auch ein bisschen mit. Das ist die falsche Seite, ja. Okay. Jetzt nur noch ein bisschen schieben. Genau. Und schon ist das Rätsel gelöst.
Sehr schön. Und ein weiterer Krogsamen. Yay. Und wieder die normale Kleidung anziehen. Das Reckenkleid. Ach, denn dieser Drecks-Octorok wieder mal. Die können auch sehr weit schmeißen. Alter, Nintendo hat das mit Absicht so gemacht. Ja. Die Reise zu diesem Turm geht natürlich jetzt weiter. War klar, dass wir ein bisschen was entdecken. Auf dieser Reise. Aber der Stamm der Orni, um den kümmern wir uns halt ein bisschen später. Lol. Hier kann man hochrennen, alles klar. Hier hoch. Und das ist eine sichere Ebene. Okay. Alter, der Turm ist sehr weit weg. Ob wir ihn heute erreichen werden, weiß ich nicht. Hängt halt davon ab, was wir auf unserer Reise halt allgemein begegnen werden. Das ist ein ganz neues Gebiet auch wieder. Oder ein Gebiet, wo wir schon mal waren. Warte mal. Ist das da hinten ein Gegner? Nee, das ist nur dieser Musiker mit seiner, ja, schwer zu deutenden Aufgabe. Das ist die Yardbrücke, okay. Übrigens, die ganzen Namen stammen aus etlichen Zeldas der Vergangenheit. Oder ist halt ein, sozusagen eine Referenz dazu. Ach Gott. Alter, lass mich in Ruhe. Und down. Noob. Stachelmoor-Keule. Und dann droppt er noch so Monster-Zeugs. Okay. Mit dir spreche ich. Oh. Das ist... Hä? Okay, das hat was mit der Aufgabe zu tun. Hundertprozentig. Dann komm. Erzähl mir mal. Was hast du denn? Hm? Verzeih mir, ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Meister hat es einst verfasst. Es war das Letzte, das er mich gelehrt hat, bevor er von uns gegangen ist. Ach, Verzeihung, ich fürchte, ich habe mich etwas in meinen Erinnerungen verloren. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert. Okay, dann lass mal hören. Mit Vergnügen, legen wir los. Ein Pfeil, zwei Ringe. Okay. Die Heldenprüfung erscheint, wenn er sie durchdringe. Ah, das scheint doch machbar zu sein. Okay, also das kapiere ich sogar. Das war ja eindeutig. Nur müssen wir die richtigen Ringe finden. Hier gibt es nämlich mehrere. Hier haben wir einen großen Ring. Kann man von dem aus einen anderen Ring begutachten? Oh! In der Tat. Da sind noch mehrere dieser Ringe. Okay. Und irgendwelche sind dann so nah beieinander, dass man beide durchdringen kann. Müssen halt nur die richtigen finden. Werden hier aber auch immer abgelenkt, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Pfeil schießen kann. Ach, guck mal, nee. Ich
dachte, ich hätte die Stelle gefunden. Alter, nein. Oh Gott, ich dachte, ich falle die Schlucht runter. Ach, diese Knochengegner. Die fressen mir auch zu viel Schaden. Deshalb greife ich die jetzt erstmal nicht an. Und die Fledermäuse machen es auch nicht besser, um hier die Suche zu starten. Aber wo zum Teufel soll der Stein denn sein, den wir suchen? Ach, warte mal. Ah, ich glaube, ich hatte ihn. Ist das der? Sieht so aus, als gäbe es da zwei. Nee. Ja, ist ein bisschen tricky. Wir merken uns das einfach mal. Ich sehe aber hier auch keine passende Stelle. Ja, ist wieder mal ein merkwürdiges Rätsel. Naja. Reisen wir weiter zum bekannten Turm. Erst dann haben wir auch ein bisschen Ahnung, wo wir hier sind. Obwohl das hier so dunkel. Und hier sind diese Pilze, wo es gewittert. Aha. Da waren wir schon mal, ja. Dann ist es der Turm. Den haben wir verpasst. Wo wir, ja genau, wir sind da oben lang gelaufen und haben dadurch das Gebiet übersprungen. Oh nein, da ist wieder so ein Chica, oder? Ach nee, da ist einer, der braucht Hilfe. Oh Gott, Hater. So, und jetzt gibst du mir schon einen Preis dafür. Nein, ich bin... Ich hab dich... Ach, dann vergess es. Undankbare Göre. Boah, und dieser Sturm von Fledermäusen. Lasst mich doch in Frieden. Geht mir aus dem Weg. Boah, Riesenschleime. Ich will zum Turm. Ach, guck mal her. Was, bis dahin soll ich laufen? Na dann. Es müsste erreichbar sein. Und der Schreinsensor fühlt auch wieder ein Schrein. Ah, den erreiche ich. Mal ein bisschen drücken. Oh, wird dann doch ein bisschen knapp. Komm. Komm. Ja. Ja, erreicht. Und wieder einen Krug gefunden und sehe ich eine Truhe. Hm? Tschüssi. Nee, es sind wieder so, ich glaube, das sind Rüstungspilze oder sowas. So, ich würde da rüberfliegen. Da unten ist ein Schrein, ja gut. Aber erstmal den Turm einnehmen. Danach kann man über den Schrein nachdenken. So, den Turm, den schaffen wir noch in diesem Part. Hier hoch. Hier müsste links stehen können, oder? Ja. Und pausiert ein bisschen. Und dann geht's weiter mit dem Klettern.
Komm, Link, stell dich nicht so an. Ist nicht so weit. Der kleine Balken, der geht schneller alle als die groß, der große Kreis, ne? Die Hauptausdauer. Aber ist nicht so schlimm. Liegt auch vielleicht an der Kleidung, ja. Wir brauchen halt eine Kletterausrüstung, aber bisher haben wir noch keine gefunden. So, da wäre der Turm. Natürlich wieder mit Gegner. Aber der Turm scheint relativ unbewacht zu sein. Ich bin einfach der Beste. Relativ unbewacht. Da laufen X-Elektro-Gegner rum. Das Gebiet ist im Wasser. Oh. Und der hat mich erwischt. Ja, freust du dich? Komm her. Lol, wie der auf dem Wasser rutscht. What the fuck? Komm, stirb. Der hat einen Bogen, ne? Da müsste. Oh, ja, die können schwimmen. Scheiße. Ja, ich habe ihn. Hab ich ihn gestoppt? Sah einen Moment nicht so aus. So, und jetzt müssen wir irgendwie. Wow, der hat Wasserattacken drauf. Und nein, jetzt kommen diese Elektrogeister. Ah, den Turm einzunehmen, das wird wieder Spaß. Vergiss es. Ach Gott. Das war wieder eine dumme Idee. Nein, komm. Den greife ich nicht an. Was zum Teufel? Der hat gerade ein Gewitter verursacht, oder? Ja, tatsächlich. Ist die Frage, können wir uns an den Turm. Ja. Zieh deine Kleidung aus, Link. Oder nein, nimm deine Waffen weg, komm. Ja, nimm diesen. Was weiß ich, was das ist. Und was ist Holz? Ja, die Bocklingkeule. Ach, und der Bogen. Der ist auch noch gefährdet. Ah, den da. So. Komme ich irgendwie an den Turm ran? Alter, wie das donnert und kracht. Im Wasser bin ich langsam. Vielleicht vom Gipfel aus kann man probieren. Boah, der Blitz schlägt in die Gegner rein. Boah, und guck mal, wie nah wir an Schloss Hyrule dran sind. Heftig. Ich renn mal zum Berg hinauf. Aber das Gewitter hat sich dennoch erstmal beruhigt. Das ist gut. Gehen wir mal da hoch. Und dann schauen wir uns die Lage mal an. Es muss doch einen Weg geben, an diesen Turm ranzukommen, ohne Schaden davon zu nehmen. Ja, mit einer. Ja, gut, wenn ich an den Turm. Ah, das Problem ist, wenn ich beim Turm bin, muss ich erstmal meine Ausdauer wieder pushen. Da schwimmt auch ein Exalfos. Den Turm zu erreichen ist gar nicht so leicht. Der ist gut bewacht. Kommen wir so leicht nicht dran.
Da gibt es eine Stelle, wo man theoretisch stehen könnte. Mehrere sogar. Da liegt sogar eine Waffe. Boah, der hat sogar eine Elektrolanze, wenn ich das richtig sehe. Sind sogar zwei mit so Elektrolanzen. Au. Wir versuchen das Ganze mal im nächsten Part. Bis dann.